Also, wir beginnen ganz einfach damit, nur von der linken Hand in die rechte Hand und die rechte Hand hupst den jetzt darüber in die nächste linke. Und gut ist es, dahin zu schauen, wo der Ball herkommt. Da, wo man ihn fangen muss, ist das Auge. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Prima. Jetzt lassen wir den nächsten Platz aus. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Rechts und stopp. Die gleiche Übung, noch ein bisschen schwieriger als Anreiz für geschickte Jugendliche. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Gut. Wir überspringen einen Platz und gehen zum zweiten. Rechts und hopp. Rechts und hopp. Rechts und stopp. Das kann jetzt immer so weitergehen, auch wenn man 16 Jugendliche im Kreis hat. Und wir gehen jetzt vom ersten, zweiten, dritten, vierten einfach einmal durch. Rechts eins, hopp. Rechts zwei, hopp. Rechts drei, hopp. Rechts vier, hopp. Und nochmal bei sich selber zur Entspannung ein bisschen mit sich selber spielen. Und gut, wenn das jetzt dann alle gleichzeitig können, zum ersten, zweiten, dritten, vierten Platz wechseln, dann hat man wirklich was geschafft.